Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht endlich weiter. MBK Nitro Projekt, das Winter Allzeitprojekt. Es geht endlich weiter und heute noch was ganz Besonderes. Es ist nicht nur Marcel hier live bei mir. Achtung, sag mal hallo. Sondern unsere Community, also ihr, sind auch live in unserem YouTube-Video. Wir sind nämlich gerade in Instagram live. Also Samuel, hallo hier in Instagram. YouTube-Video ist jetzt gerade dabei und ist mal was ganz anderes, ne? Also, die, die jetzt live in Instagram dabei sind, kennen wahrscheinlich die Hälfte von dem Video dann schon vorher. Jo, wir machen heute Bestandsaufnahme. Was ist der Ist-Zustand? Was ist passiert, während ihr nicht dabei wart? Das heißt, es ist alles voll Pulver, weil ich Pulver beschichte, ja? Hier habe ich zum Beispiel MBK Booster Rocket Felger weiß gepulvert. Und das könnt ihr auch alles bei uns im Shop erwerben, falls ihr auch was gepulvert haben wollt, sagt Bescheid. Aber dennoch fliegt in der ganzen Werkstatt weiß, rot, schwarzes Pulver rum und die Nitro ist jetzt komplett voll mit Pulver. Also Marcel und ich hole jetzt hier Glasreiniger, mache das mal kurz sauber, inklusive der Motorblock, der sieht aus wie Sau, zeige ich euch auch. Guck mal da, also der ist wirklich, ich zeige es einmal hier live, der ist eigentlich schwarz gepulvert. Der ist komplett voll mit diesem Pulvernebel, der hier rumfliegt. Ne, das machen wir jetzt alles mal sauber. Und wenn das sauber ist, mache ich immer Bestandsaufnahme mit der Kamera und dann sehen wir uns gleich. Freunde, wir haben jetzt hier mal kurz alles gereinigt. Alles vom Sprühnebel, von so Pulveraktionen befreit. Und das ist jetzt der aktuelle Ist-Zustand. Also der Rahmen war komplett lackiert. Die Gabel ist drin, die Gabel ist eingestellt. Die Gabel wurde überholt. Mittlerweile gibt es einen Stage 6 Gabelholmer. Die hätte ich eigentlich lieber hier drin. Mal gucken. Motorblock ist ja gestrahlt, gepulvert. Jo, dann habe ich hier organisiert ein originales MBK-Heck. Ob man das verwende, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall geil, musste ich schon. Dann, Marcel, präsentieren. Originaler MBK Sportsitz, das war damals Sonderzubehör, konnte man beim Händler bestellen als Zubehör, wie eine Windscheibe oder sonst was. Ist auf jeden Fall sehr geil, dass man das kann. Zustand ist auch gut, gehen wir mal mit Reiniger noch drüber. Ja, innen drin geht's eigentlich. Aber das gibt es zur Not neu. Wichtig ist, dass man das hat. Ja, die Freunde hier sind immer noch da, Live-Zuschauer. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mit dem Motorblock weiter. Machen wir die Welle drin, das Getriebe drin. Und dann könnte man eigentlich schon Motor mit Federbein drin bauen. Ne? Willst du den Motor komplett zusammenbauen? Und dann Inhänger oder Inhänger und dann zusammenbauen? Was wünschst du jetzt? Als Zylinder, Vergaser, all so Zeug. Wir bauen jetzt mal den Motor zusammen, ne? Oder? Wir gucken, wie weit wir kommen. Weil ich finde das geiler, wenn man dann der fertige Motor quasi drin macht. Gut, also bis gleich. Wir machen jetzt in die Kleinblockhälfte noch das Lagerin. Und dann... Da muss ich noch ein bisschen besser sauber machen. Hat doch nicht besser sauber gemacht. Und dann machen wir die Eiskotze sich an. Jo, André, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Jo, wir machen jetzt Kurvelaren und dann bauen wir die Welle in. Thermometer haben wir auch da. Kann man gleich messen, ob man genug Temperatur erreicht hat. Wie viel Grad hat es denn jetzt? Mess mal, wie viel Grad wir jetzt haben. Achso, ne, schon hier der Thermometer. 12 Grad hat es jetzt. Miss es auf 90 Grad, wie viel Grad haben ihr? 23 Grad. Oh. Woher ich mich mit Gussfehler auskenne, wie soll ich sagen, das, ich habe eine Metallausbildung gemacht, also das liegt da nah beisammen
Und wenn ich in der Qualitätssicherung bei Stage 6 oder Motoforce ja auch mache, da haben wir auch Gussfehler. Ne? Also gut, Marcel feuert am Ding wo in. Ich bin hier gerade mit zwei Kameras hier voll am Start. Was für ein Motor wird das? André, ob du es glaubst oder nicht? Wir machen hier ein MBK Nitro Projekt, Wälder. Ne, es ist, die Zeit ist reif. An alle, die frische zukommen sind, wir machen gerade ein YouTube-Video und wir machen MBK Nitro weiter. Wir machen jetzt den Motor zusammen von MBK Nitro. Ja genau, Kurbelwelle haben wir auch am Start. Stage 6 Sport Pro verbauen wir. Ja, André. Stage 6 Sport Pro verbauen wir, aber erstmal machen wir jetzt ordentlich die Wellrinnen. Ah, die Schraube. Genau, neuer Zündkeilhammer. Ah, wo sind jetzt die doofe Hülse eher? Ach, das gibt's doch nicht. Also Freunde, aktuell eine Riesendiskussion. Ne, hier sind auch live dabei. Riesendiskussion und zwar Thema Kurbelwelleneinbau. Wenn es jemand zu 100% weiß, wie es gemacht wird, ich bitte darum, schreib mir E-Mail, schick mir die Einbauanleitung des Herstellers, schick die mir und ich werde das für immer so machen, so wie es fachgerecht ist. Es gibt so viele Wege, wie man das macht und immer wird sich beschwert. Es weiß jeder besser. Wenn ich das einzige Werkzeug hole, dann drückt es auf den äußeren Ring, verstehe ich, jetzt baue ich mir das Werkzeug um, das auf den inneren Ring drückt. Dass mir diese Kugeln hier nämlich belaste. Ne? Also das ist jetzt aktuell Stand der Dinge. Jetzt haben viele Leute gesagt, ich soll noch mal den inneren Ring warm machen, aber nicht zu viel warm. Es ist eine heiße Diskussion, wie man die Kurbelwelle fachgerecht einbaut. Fakt ist, alle Kurbelwelle, die ich die letzten 15 Jahre eingebaut habe, habe ich noch nicht mehr müssen rausmachen. Ne? Also die sind schon viele Kilometer gelaufen. Ich habe es auf jeden Fall nicht kaputt gemacht. So, das heißt jetzt für uns, wir machen das hier ein bisschen warm und dann setzen wir die Welle ein. Hat er mitgehört? Immer wieder kontrolliere. Was dann? Was soll ich wieder kontrolliere? Lager im Film, bis Innenring nicht mehr dreht. Ah, okay, das habe ich auch noch nie gehört. Ich mache das Lager immer mit dem Föhn warm, bis sich der Innenring nicht mehr dreht. Dann wird schon goldbraun gebacken. Es darf hier nicht zu warm sein, das ist ja die Sache, ne? Mit ja, dem Lager. Das ist ja das, wo ich schon oft genug gesehen habe, wenn Leute Lager inbauen, die machen die so warm, dass die goldbraun gehen. Nee, das darf die Farbe nicht verändern, das Lager, ne? Ja, Cosmo Schubi, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man Wellen einbaut. Okay, aber es muss ja ein Hersteller sagen, wie es geht. Es muss ja fachgerechter Einbau geben. Es muss eine Einbauanleitung geben. Und dazu gibt es von Yamaha extra Werkzeug. Das sieht so aus wie mein Werkzeug. Und da... Servus, Simon. Genau, das Lager wird im Betrieb auch warm. Es darf nur nicht anlaufen. Das ist eine riesen Sache mit diesem Lager- und Kurbelwelle-Einbau. Und ich sage euch, wie es ist. Die Profis lassen sich doch nicht über die Schulter gucken. Also wenn ich jetzt Daniel da so frohe, genau, JH-Tuning. Ja. Innenring, ich baue mir jetzt ein Werkzeug, wo ich mit meinem Abzieher oder Einzieher, der normal hier außen drauf geht, auf den Innenring gehe. Dann passiert ja gar nichts. Das ist dann wie das Radlager einpresse
beim Auto, aber mit dem Werkzeug, das ich habe, geht das halt außen hin und zieht die Welle dann rein. Das heißt, ich belaste die Kugeln unnötig. Und das darf nicht sein. Ne? Also, mir versuche es jetzt. Ne? Also, das ist, wie gesagt, ich baue mir das Werkzeug um für den nächsten Motor. Jetzt machen wir es so, dass wir das hier mit dem Heißluftfilm warm machen. Und aber nicht zu warm, es darf auf keinen Fall anlaufen. Wir haben, ne, zum Glück hier das Thermometer. Und dann machen wir das warm und versuche, die Welle, soweit es geht, einzusetzen. Und wenn mir das mit der Schraube hier beiziehe, in dem Moment, wo mir das mit der Schraube beiziehe, ist es ja genauso die Querbelastung, wie du schon sagst, auf die Kugeln, wie mit diesem Einziehwerkzeug. Deswegen, es ist ein riesiges Thema mit diesem Kurbelwelle, einen Ausbau. Ich habe jetzt noch Ausbauwerkzeug, brauche ich eigentlich nie. Aber, wie soll ich sagen, ich will es einfach fachgerecht zu 100% richtig montiert haben und euch dann ein Video mache und das für immer so präsentiere, wie es wirklich gemacht wird. Und in meiner Augen geht das nur, wenn es warm genug ist und richtig reinschlittert. Geht nicht immer. Und deswegen dann, wenn das Werkzeug, das auf den Innenring geht. Ne? Also da hat er auf jeden Fall recht. Wir machen es jetzt warm und filme das Ganze. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt verläuft. Sollen wir es warm machen mit dem Brenner? Ja. Wir passen mit dem Brenner jetzt auf. Hast du schon das Feuerzeug? Ja, es geht noch dahin. Okay. Natürlich, ich helfe immer gern und ich bin auch immer für konstruktive Kritik offen, weil ich bin auch nicht allwissend. So, das heißt, wir machen es jetzt warm. Kamera ist 8 dran. Ja, Wellenstumpf noch Eisspray nutze. Ja, Eisspray habe ich da, aber guck mal, bis ab wie viel Grad minus das Metall sich erst zusammenzieht. Ich habe jetzt meine Tabelle buch nicht am Start. Aber das Eisspray reicht nicht. Das reicht nicht. Deswegen mache ich die Lage auch nicht mehr ins Eisfach, weil, wie gesagt, genau, es geht nicht um die Lager, es geht um die Kurbelwelle in die Lager rein zu bekommen. Das ist jetzt hier das große Ding. Ne? Also Freunde, falls ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit rede, wir sind immer noch in Instagram live und ich diskutiere gerade oder ich tausche mich mit euch aus mit dem korrekten Kurbelwelle-Einbau. Und Heißluftfilm wäre jetzt besser, wir machen es kurz mit dem Brenner. Und kontrolliere durchgehend. Also Marcel, let's go. Dann machen wir kurz hier warm, die Innenring. Ja, jetzt kann ich schon ein bisschen. Scheinbarin, bis wie viel Grad mir jetzt die Innenring warm machen soll. Nicht viel. Bist du auch so 90 Grad, ha? Ja, theoretisch jetzt schon die Welle umsetzen. Das dauert nicht lang. Nee, guck mal, die hat noch gar nichts. Weil der ist 40 Grad. Das ist ein Drama. 80, 90 Grad gesagt. Weil du läuft, sagen wir 45 Grad, mach doch noch ein bisschen. Weil ich hätte auch gesagt, das läuft hier nicht bei 80 Grad an. Also das Metall wird hier erst bei ein paar hundert Grad, wo das zuerst gelb und dann blau wird. Ja, guck. 85 Grad. Eigentlich immer so 85 Grad. Ich mache jetzt runter, das nach 10. Achtung. 50 Grad. 53 Grad. Sind wir noch am Start? Ja, la, Herplalin geht auch. Ja. So, Achtung, wir gucken mal. 58 Grad, 31 Grad. Also, wir sind da diesmal sehr behutsam. So,
Das Lager darf nur nicht anlaufen, das wäre das Schlimmste. Was passiert? 65 Grad, gleich haben wir es, noch ein bisschen. Genau, ja, aber ich weiß es genau, die Bezeichnung von dem Metall von der C4-Lager nicht. Ne, was sie jetzt für Gefüge haben. ...71 Grad, gleich haben wir es. Wir machen 85 Grad. Doch, Sandstrahle kann ich auch machen, schreibt mir einfach. So, Achtung. 75 Grad. Ja, komm, wir machen es jetzt. Easy, 75 Grad haben wir jetzt gehabt. Ihr wart live dabei. Easy, das Ding ist ja richtig geil reingegangen. Das ist ja das, was ich sage. Du musst nicht mehr so heiß gehen. Ich habe mir nicht das gemacht. Ja, es ist doch. Wir sind doch hier am Testen. Wir sind doch auch alle nicht allwissend. Also, ich hätte jetzt mir gedacht. Marcel hat recht gehabt. Ihr habt auch teilweise recht gehabt. Wir waren jetzt bei einer inneren Temperatur von 75 Grad. Und es ist easy peasy jetzt reingegangen. Und zwar müssen wir das Ganze jetzt hier noch hier reinkriegen. Ne? Das heißt, ich würde jetzt die Hülse, also Motordichtpaste dran machen. Motordichtpaste, die Hülse und dann werde ich das hier auch nochmal auf 75 Grad erhitzen. Also 75 Grad war jetzt top. Können wir uns merken, 75 Grad und dann probieren wir das Ganze zusammenzustecken. Und dann müsste man ja gar nichts entziehen, ne, mit irgendeinem Werkzeug. Also, machen wir das gleiche jetzt auch mal noch hier. Kamera läuft auch noch. Jo. Marcel, kannst du noch ein modernes Amtes walten? Mach dir erst Dichtmasse drauf. Jo, stimmt. Ich mache erst Dichtmasse drauf. Da haben wir es. Vielen Dank für die Leihgabe noch einmal, mit guter. Ich meine zwei Tore. Ne, muss erst drehen. Muss aber den drehen, dass er gedrückt wird. So? Ja. So? Genau. Ich weiß nicht, ob das erste Stück. Boah! Also, ich bin ja echt kein Freund von der Natur. Ich habe lieber normale Blech. Tut. Boah, was mach ich dann? Junge, 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 Junge. Das Bock. Ich bin zu nervös, weil ich schleif bin. Also ich bin eher Team zu wenig Dichtmasse wie zu viel. Das ist auch immer ein ganz komisches Gefühl, leise was zu machen. Ja. Wir müssen Motor bauen, ihr guckt in der Zone, nee. Das ist auch nicht so. Also ihr müsst euch in mehr Position versetzen. Die Kamera läuft, ist denn hier, mehr Bekannte sind hier live. Und der Idiot baut Motore zusammen. Und in dem Thema hat jeder natürlich was mitzuschwitzen. Und jeder hat seine Erfahrung gemacht. Und weiß es natürlich besser. So. Emo hier diesen gemacht. Jetzt gehe ich immer noch so, dass die Kante weg ist. Dass wenn es sich zusammendrückt, dass es nicht nach innen geht. Ne? Dass es dann, wenn dann genau bündig ist und nicht nach innen. So. Ist doch eher, wo ich hier geknüppelt habe. Großer Mist. So, das sieht ordentlich und gut aus. Jetzt die Hülse. So, die andere Hülse. Also das jetzt. So, hier ist auch alles, habe ich eben mit Bremsereiniger fettfrei gemacht. Das heißt,
Wir machen jetzt den Innenring wieder auf 75 Grad. Und dann, wenn alles gut läuft, kann sich das super zusammensetzen. Also, let's go. Alles klar. Dann mache ich wohl besser das Ladegerät drin. Zusammenstecke, soll ich zusammenstecke? Ich wäre soweit. Du hast so? Hm? So, Achtung! Sind alle soweit? Mach die jetzt auf die Mutter. So. Komm mal weit genug runter? Ja. Du liegst nicht auf. Das heißt. Oleg! Alter, wir sind ganz zusammen! Ich werde jetzt knapp 50 Grad gehabt, das Lager. Marcel hat gesagt, er hat nur 50 Grad gemacht. Du bist mir inner. Soll ich dir mal sagen, wie ich das mache? Ich habe früher das Lager auf der Schraube ziehen gemacht. Heißt, du schon an deinen Innenring gehalten, bis sie gedreht. So 2-3 Sekunden pro Zeit. Und hast dann auf die Wellfalle gelassen. Das hat perfekt gepasst. Das gibt's doch nicht. Das Lager dehnt sich ziemlich schnell aus. Also, da schraube ich jetzt mal zusammen. Schön über Kreuz anziehe. Ah, servus! Der Roller Maxe, unser Peugeot-Mann. Der hat die Jetforce Carve, die ich mit Kai umgebaut habe. So. Nix. So, Freunde, ich bin jetzt gespannt. Ich habe es gerade schon zu unseren Live-Zuschauern gesagt. Bin gespannt, wie die Welle sich jetzt dreht. Wow. Ey, kein Spaß. Guck mal. Wartet mal. Ohne Scheiß, die Welle braucht keinen Setzschlag. Ich werde den Teufel tun und da jetzt drauf rumkloppen auf dieser Welle. Boah. Also ist jetzt kein Witz. Hast du das gesehen? Wie die sich dreht. Das ist ja der Knaller. Mach hier noch ein bisschen überschüssiges Dichtmittel weg. Ach so, machen wir gleich. Felge habe ich noch im Ofen. Genau, ist auch ein Querschlag auf die Kugeln. Es stimmt. Aber so wie wir es jetzt gemacht haben, braucht man nichts machen. Die Welle läuft einwandfrei. Gerade bin ich stolz auf uns alle, dass wir da jetzt zusammen eine richtig geile Lösung gefunden haben. Und ich mache gerade noch das hier weg, dass hier nichts ins Kurbelgehäuse kommt. Und ja, Freunde, auch zu Hause an den Geräten, die jetzt nicht live mit uns dabei sind. Also wir haben das Ganze jetzt im Team, sag ich mal, ne? Wir haben das Ganze im Team besprochen hier live in Instagram und sind einfach zu einem super Ergebnis gekommen. Und da sind wir auf uns alle jetzt stolz, dass das so gut klappt. Ne? Also die Welle, klar ist jetzt kacke, die soll jetzt nicht hier dran schlagen. Ihr seht, die Welle läuft ohne Scheiß einwandfrei. Weil ich hole euch mal kurz hier aus dem Ding raus. Sieht man es auf der Kamera gut? Ja. Mhm. Ich kriege mich gar nicht mehr. Es ist wirklich geil. Gut. Alles klar. Dann war das hier schon mal sehr erfolgreich. Aktuell würde ich jetzt hier ein... Also klar, wir fahren ohne Ölpumpe. Wir bauen die Dichtung drin. Die Simmerringe jetzt und dann kommen wir mit der Originalzündung Baumadanieren. Ich mache das mal nochmal drin.
Hört er mich noch? Ja, also Originalzündung wird hier gefahren. Aber ich hoffe auf 16 PS jetzt erstmal, ne, gesteckt. Was denkst du, Marcel? Das kann man hin. 16 PS sollte man hinkriegen. Also die Welle läuft echt. Was hier ausgefahren macht? R1400. 1200er haben wir auch am Start zum Testen. Aber wie dem Tuning-Potenzial wollte ich halt 1400er holen. Schreiben Sie mal, was schätze ihr an Leistung? Also die 16 PS hätte ich schon gerne. Mit dem Sport Pro, mit der Originalzündung, wenn eine Allstrecke reise, müssen wir halt umbauen. Ne? Könnte ich aber theoretisch auch für MVT Millennium. Ich habe hier schon, ich wollte die Originalzündung. Also ich will einfach Originalzündung. Und wenn man dann Tuner, also wenn es wirklich ans Tuning geht, und dann hole ich einfach eine andere Zündung. Also Stage 6 wahrscheinlich. MVT, ich habe keinen Bock auf die MVT. Mache jetzt Originalzündung, für sie gucke, wie viel Leistung bringt das, was kommt wirklich an, wenn man es dann wirklich umbaue und tune, Zylinderporte, Blockporte und dann machen wir auch Stage 6 in der Rotor. Aber das ist Zukunftsmusik, erstmal muss das doch jetzt funktionieren. Vergaser haben wir bewusst relativ kleiner geholt, das ist 19 mm. Kann man schon gar nicht mehr lesen. Ah ne, 21er. Sorry. Das ist 21 mm Stage 6 Black Edition. Na, und wie gesagt, mir peile ungefähr die 16 PS an. Dann würde ich sagen, mir packe mal das Stage 6 Sport Pro aus und mache mal ein kleines Unboxing, was in dem Sport Pro da alles drin ist. Jetzt ist aber da so Sach hier außer Troppe Zweitaktöl dran mache oder nicht. Marcel sagt, nee. Ich will immer drauf spucke. Ich mache nur innen aufs Lager. Genau, das machen wir immer. Mir befülle quasi das Lager mit ein bisschen Öl. Ich mache jetzt hier in das Kurbelwelllager ein bisschen Öl rein. In unserer Anleitung, die es bei Scooter Attack gibt, wird dieses Lager sogar mit Fett befüllt. Ne? Also mit normalem Wälzlagerfett, das wird reingedrückt. Und ja, hier Stage 6 immer Ring. Das war einer von der ersten, wo die jetzt orange sind. So, ich guck mal, ob man da was sieht. Ja. Aber jetzt haben wir hier diesen Ring nicht. Ne? Dieser Sicherungsring. Easy, perfekt. Wenn jetzt das Werkzeug noch sauber wäre, hätte es noch gut ausgesehen. So. Also in der Kommentarspalte haben viele Leute geschrieben, dieser Ring, den ich bei der Aprilia-Rin gemacht habe, der wäre original. Marcel sagt, der ist von CPI. Also entweder habe ich schon gesehen als Klemmring und bei manche habe ich es gesehen als Sägering. Aber ich habe so Ring jetzt nicht da. Von mir schätze ich, habe schon originale Minarelli-Motor gehabt, die wirklich original waren. Mhm. Da war der Ring nie drin. Es war immer nur der CPI. Wow, jetzt habe ich hier, ist natürlich Öl auf der anderen Seite rausgekommen. Und ich habe die neue Werkbank noch nicht mit Klarlack ingeölt, ingestrischt. Ich brauche meine Stage 6 Unterlage. So. Aber eigentlich ist ja die Seite dann schon. Sehen die überhaupt was? Sehen die was? Ich gucke mal gerade, sehen die was? Jetzt sehen die alles. Ihr seht alles und ihr seht alles. So, machen wir da auch noch. Den Schuss drin.
Rehe. Wer gut schmiert, der gut fährt, ne? So, und hier haben wir ja eh das Halteblech, ne? Mhm. Oh. Und da hattest du... Ah, ja, so. So. Super. Jetzt brauchen wir noch das Halteblech. Oh. Haben wir das doch... Haben wir das doch drin gehabt? Ich sag's echt, wie es ist. Das ist einfach scheiße, wenn man das so lang zerlegt hat. Ja, das wäre mir auch gefallen, wenn es da drin gewesen wäre. Ach, Herr im Himmel. Oh, Freunde, ich weiß nicht mehr. Ja, Ölpump kommt raus, kommt eine Sportpro-Zylinderin. So, Achtung. Die Kamera läuft. Kamera. Weil wir scheiß Zylinder runter, Alter. Aber es war live. War einfach live, der scheiß Zylinder runtergefallen. So, Freunde, es ist endlich soweit. Stage 6, Sport Pro, 70 Kubik, unsere Hoffnung auf 16 PS. Ich weiß gar nicht, was in der Artikelbeschreibung steht. Aber 21 mm Vergaser, Stage 6 HPC-Welle, 16 PS sind hier gefragt. Und jetzt packe mir zusammen den wunderschönen Stage 6 Zylinder aus. Ich drehe mal gerade unser Live-Zuschauer runter. So. Sind ja auch was. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Erfahrungen mit dem Sport Pro Zylinder gemacht habt und wie der Zylinder so ist. Ich habe den noch nie verbaut. Ich habe den Street Race verbaut, ich habe den Racing verbaut, ich habe den RT verbaut, aber ich habe noch nie den Sport Pro verbaut. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich habe irgendwie für den nicht so richtig die Verwendung gehabt. Marcel, hast du schon mal Sport Pro verbaut? Nein, ich habe andere. Gut, man muss fairnesshalber dazu sagen, Sport Pro ist der gleiche Zylinder wie der Racing, nur ohne Auslasssteg. Ne? So, hier Anleitung. Ist das die richtige? Aluminium Zylinder Sport Pro Racing MK2. Die Anleitung ist wichtig. Da stehen alle Drehmomente drin. Das Squish, also die Quetschkante, das Maß steht hier drin. Ne? Das ist also wichtig. Was ist alles dabei? Herzstück. Zylinder. Der Kolben ist drin. So, ein A-Kolben ist drin. Super, also wirklich die Qualität ist wirklich sehr geil. Dann gucken wir uns mal hier mal ganz genau den Zylinder an. Was mir auffällt, hier ohne der Steg, der ist schon ziemlich kurz, ne? Aber klar. Sport Pro erkennt man, hier ist kein Auslasssteg, ich kann durchgreifen, das heißt, ist Sport Pro. Ja, was soll ich sagen? Also, ich finde hier keine Gusslunger, ich finde hier super Fräsungen, was mein Anspruch jetzt wirklich komplett zufriedenstellt. Also, hier kann ich gar nichts Falsches feststellen. Dann, was haben wir hier? Verschiedene Dichtungen, die sind wichtig, halt wie Einstellung der Quetschkante. Kolbenring, klar, also der Racing und Sport Pro, die haben nur einen Kolbenring. Kolbenring, hier ist der Kolbenring, also hier ist die Nut, die meine ich vom Kolbenring. Ne? Kolbenbolze ist drin, und die zwei Kolbenclips sind drin. Das sind normale C-Clips, da bin ich jetzt kein so Fan davon.
Was haben wir? Sorry. Was haben wir da noch, Freunde der Nacht? Aufkleber und Dichtungen für den Zylinderkopf nach innen und nach außen abzudichten. Und hier haben wir den Zylinderkopf, den packe ich auch noch aus. Also wie gesagt, mich würde echt mal interessieren, diejenigen, die den Sport Pro verbaut haben, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was habt ihr für Leistung erzielt. So, jetzt habe ich hier, habe ich einen kleinen Fehler in dem Zylinderkopf drin. Und zwar habe ich hier ein minimaler Gusslunger. Man sieht es kaum. Genau, also es geht hier, die neue Zukunft MBK Nitro Projekt geht gerade weiter. Und wir sind live am Motor zusammenbauen und gerade Unboxing vom Zylinder. Videokamera läuft mit. Ja, es geht endlich weiter. Und wir haben Bock. So, und jetzt, da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Nur leider fehlen uns die Stehbolzer für das Ganze zu montieren. Aber das sieht schon sehr geil aus. Am liebsten würde ich das jetzt auch gerade Pulver beschichten. Ne? Weiß ich jetzt auch nicht, wie es mit der Wärmeabfuhr etc. ist. Ob das was ausmacht oder nicht ausmacht. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall jetzt die Stehbolze, bevor es weitergeht. Aber das ist schon mal geil. Servus Männer, hallo. Mit mir habt ihr heute sicherlich nicht gerechnet, aber ich leiste dem Flo hier heute schöne Gesellschaft in der Werkstatt. Ich trage die Verantwortung und das Bier und der Flo macht dieses schöne Häufchen Elend über kurz oder lang wieder fit. Würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ne?